Ganz herzlichen Dank zu der Einladung zu dieser fulminanten Konferenz, die Sie hier abhalten. Meine Damen und Herren, wenn wir uns über Arbeit Gedanken machen, dann macht es immer Sinn, dass wir die Arbeit vom arbeitenden Menschen ausdenken. Ich muss nur eben fragen, meine Präsentation. So, jetzt sind wir soweit. Danke. Dass wir die Arbeit vom arbeitenden Menschen ausdenken. Das heißt, wir müssen fragen, wie stellen sich eigentlich die Menschen die Arbeit vor? Dass wir das berücksichtigen, ist aus zweierlei Gründen sinnvoll. Zum einen ist Arbeit ein ganz zentraler Integrationsfaktor für die Gesellschaft und damit wichtig für den sozialen Zusammenhalt, was gerade eine wichtige politische Frage auch ausmacht. Und zum anderen ist Arbeit aber immer mehr. Sie ist quasi entscheidend für das Leistungsvermögen des Einzelnen und damit auch für den wirtschaftlichen Erfolg, also durchaus im Sinne und Interesse der Betriebe. Wenn wir uns anschauen, was Menschen mit Arbeit verbinden, dann ist es vor allen Dingen die Existenzsicherung. Das ist auch das, was die Politik meist im Blick hat. Arbeit ist aber viel mehr für den Menschen. Sie eröffnet Chancen, man hat Hoffnungen, die mit der Arbeit verbunden sind, Weiterentwicklung, Selbstentfaltung, sinnvolle Arbeit leisten zu können. Es geht aber auch um Anforderungen. Das Belastungsthema ist Ihnen allen bekannt. Viele leiden unter schwierigen Arbeitsbedingungen. Das heißt, die Anforderungen sind für Menschen immer auch ein Thema. Und die Frage stellt sich immer, welche Perspektiven eröffnet Arbeit? Eröffnet Arbeit Perspektiven für Qualifizierung, Weiterentwicklung und so weiter? Auch da sind die Partizipationschancen sehr breit gestreut in unserer Gesellschaft. Zugleich müssen wir aber uns fragen, was verbinden nun die Menschen für Zukunftserwartungen mit der Arbeit, aber auch insgesamt? Wenn man Menschen zur Zukunft befragt, dann sprechen sie zuerst über die Familie. Familie ist Zukunft, das sind die nächsten Generationen. Es geht aber auch schnell um das Thema Altern, Altwerden. Bin ich gesund? Kann ich die Arbeit, die ich leiste, bis zur Rente tatsächlich ausüben? Und es kommt ein weiteres Thema mit hinzu, nämlich das Thema des gesellschaftlichen Friedens. In allen Befragungen ist deutlich, dass der gesellschaftliche Frieden, der soziale Zusammenhalt ganz oben firmiert, wird von allen für wichtig gehalten. Dazu gehört sicherlich das, was wir gerade erleben in den politischen Verhältnissen. Wenn wir mal gucken, wie die Globalisierung die Einschätzung der Menschen doch sehr stark beeinflusst, inwiefern auch das, was politisch in den USA passiert oder auch in der Türkei, auch hier Sorgen auslöst um die Frage, was ist eigentlich mit den Werten, für die demokratische Gesellschaften stehen. Wir haben mit Wertewandel zu tun. Der Wertewandel bringt viel in Bewegung. Der Gegensatz zwischen Jung und Alt ist immer bekannt, aber es geht auch immer um die Frage, welche Werte haben Frauen und Männer. Gerade die unterschiedlichen Lebensorientierungen von Frauen und Männern sind auch zunehmend ein Thema in dieser Hinsicht. Und wir sind immer mehr mit der ökologischen Dimension unseres Lebens auch konfrontiert. Die ökologische Frage spielt auch eine wachsende Rolle. Nichtsdestotrotz muss man sagen, dass wenn wir über dieses Thema Zukunft sprechen, dass die neuen Technologien, Stichwort Digitalisierung, technologischer Fortschritt, dass das eine ganz zentrale Zukunftsperspektive für die Menschen ausmacht, manchmal aber auch mit sehr viel Sorgen verbunden ist. Weil das Ganze passiert in rasantem Tempo, die Umschlagzeit von technologischen Innovationen, die sucht ihresgleichen und insofern ist klar, da ist viel Anpassung, viel Beschleunigung im Arbeitsprozess die Folge. Wenn wir uns das anschauen, dann ist klar, die Digitalisierung bringt viele Vorteile mit sich. Ich könnte sagen, was soll ich immer eigentlich mein Ticket raussuchen, wenn der Schaffner in der Bahn kommt oder die Schaffnerin, ich glaube, es heißt Zugbegleiterin inzwischen, ne? Der Schaffner ist das alte Wort. Ich könnte mir so einen kleinen Chip hier zwischen Daumen und Zeigefinger implantieren, wie das in Schweden schon gemacht wird, halte einfach meine Hand hin und mein Ticket wird gescannt. Warum mache ich das nicht? Es wäre doch so bequem. Es hätte viele Vorteile, weil Digitalisierung immer mit Risiken verknüpft ist. Ein großes Risiko ist die ganze Thematik des Datenschutzes, der ist unklar. Was passiert mit meinen Daten, die ich hinterlasse? Wir werden möglicherweise kontrolliert, Kontrollthema, Überwachung ist ein großes Thema. Und wir haben auch mit der Frage zu tun, inwiefern durch die Digitalisierung und die neuen Technologien auch sowas wie eine Ersetzbarkeit natürlich möglich ist.
Ja, das ist Ihnen allen bekannt aus den Debatten. In dem Sinne stellen sich ganz zentral die Fragen, welche Kompetenzen haben die Menschen? Viele sorgen sich im Hinblick auf die Zukunft in der Frage, reichen die Qualifikationen, die ich habe? Viele wissen, sie werden sich immer weiter qualifizieren und weiterbilden müssen. Nicht alle haben dafür gute Voraussetzungen und haben diese Lernfähigkeit. Die muss vielen erst noch weiter wieder vermittelt oder wieder neu aktiviert werden. Das ist durchaus ein Problem. Und Sie wissen alle, in den digitalen Technologien, wir können immer always on sein, wir müssen zunehmend selbst steuern, wie wir damit umgehen. Das sind alles große Herausforderungen und auch Sorgen und Nöte, die viele Menschen umtreiben, wo unklar ist, wie wird das eigentlich alles. Wir haben zudem mit Szenarien zu tun in unserer Gesellschaft. Gerade die Wissenschaft ist dazu prädestiniert, Szenarien in die Welt zu setzen. Wir hatten vor 2 Jahren, als wir mit der Kommissionsarbeit gestartet haben, dieses Szenario in der Welt 47%, das war eine Berechnung für die USA, Arbeitsplatzrationalisierungspotenziale. Diese Zahl wurde inzwischen relativiert, das heißt, es wurde für Deutschland berechnet, das IAB in Nürnberg sagt, naja, ganz so ist es nicht, die sprechen dann mal von 17% in Studien. Manche sagen inzwischen, es wird ein Nullsummenspiel. Klar ist nur, die Frage stellt sich, was bedeutet das für den Einzelnen, was bedeutet das für mich konkret? Weil das Nullsummenspiel mag aufgehen, aber vielleicht dann nicht für den Einzelnen. Diese Stichworte Disruption, Transformation, sie prägen den Diskurs, sie sind aber für viele nicht Hoffnung, sondern eher sowas wie eine Drohkulisse. Denn klar ist, Transformation kommt, es ist ein Strukturwandel. Aber wir müssen uns auch klar machen, Transformation ist kein Naturgesetz. Wir haben es nicht mit wandernden Dünen zu tun, die uns überraschen, sondern Transformation ist ein gestalteter Prozess, der auch interessengeleitet abläuft. Insofern sind diese Szenarien von Interesse für uns, weil was findet statt? Die Szenarien führen dazu, dass wir schon heute die Gegenwart anders denken. Wenn wir vom Szenario ausgehen, menschenleere Fabrik, dann müssen wir uns keine Gedanken mehr machen, wie wir heute Facharbeit weiterentwickeln. Wenn wir davon ausgehen, Szenario, unsere Smart Homes sind komplett vernetzt mit dem Einzelhandel, dann denkt kein Stadtplaner mehr daran, wie er eigentlich lokalen Handel fördert kann und platzieren kann. Soll heißen, Szenarien sind wirkmächtig und deshalb müssen wir mit Szenarien sehr vorsichtig auch immer jeweils umgehen. Wir haben uns deshalb in der Kommission Arbeit der Zukunft klar entschieden zu sagen, wir werden keine Szenarien entwickeln, sondern wir möchten ganz konkret sagen, was ist die Situation hier und heute, was sind die soliden empirischen Daten, die wir auswerten können und auf dieser Basis konkrete Vorschläge unterbreiten. Und eben wurde schon gesagt, wir haben einen geteilten Vorsitz. Es ging darum, Praxis und Wissenschaft in Dialog zu bringen. Ich habe mit Rainer Hoffmann mir diesen Vorsitz der Kommission geteilt. Und auch die Kommission war ein hälftig besetztes Gremium, Wissenschaft, Praxis. Wir hatten Ministeriumsvertreter mit dabei, Unternehmensvertreter, also ein gemischtes Gremium, das hier 2 Jahre gearbeitet hat. Von Anfang an war für uns in der Kommission klar, dass wir ansetzen möchten an 2 Punkten. Wir möchten Antworten formulieren auf die Transformation, auf die Digitalisierung. Aber wir haben gesagt, es kann nicht sein, dass wir Digitalisierung denken und dazu planen und die Problemlagen völlig außen vor lassen, die uns gegenwärtig bewegen. Alterung, demografischer Wandel, Wertewandel, Frauen auf dem Arbeitsmarkt und so weiter. Und vor allen Dingen das ganze Thema der sozialen Ungleichheit. Und deshalb war uns klar, wir müssen diese Themen in Zusammenhang denken. Und herausgekommen ist dann nicht weniger als ein ganzes Sammelsurium von Themen, was wir in unseren Köpfen bewegt haben. Und ich möchte Ihnen jetzt ausgewählt an diesen Themen einige konkrete Vorschläge vorstellen, die diese Kommission erarbeitet hat. Vorhin wurde es gesagt bei der Einleitung, Wahlprogramme sind sehr unkonkret, das ist sehr unbefriedigend gerade. Ich kann Ihnen versichern, wir sind ganz konkret geworden. Die Wissenschaft ist eigentlich gar nicht dazu sozusagen angetreten, immer so konkret zu werden. Also konkreter geht es eigentlich kaum. Wir haben 54 Denkanstöße formuliert. Ich möchte Ihnen eine Auswahl davon präsentieren. Die Denkanstöße im Folgenden, immer durch einen Fall gekennzeichnet, sind tatsächlich ein einstimmiges Votum einer 32-köpfigen Expertenkommission. Ich kann Ihnen sagen, das ist kein homogenes Gremium gewesen, sondern da gab es im Grunde auch oft 32 Meinungen bei 32 Mitgliedern. Und deshalb war es umso interessanter, dass wir in diesen Punkten doch zu sehr Einigkeit und sehr vielen Vorschlägen gekommen sind. Ich fange mal an mit dem Thema Erwerbstätigkeit.
Ich nenne ihn immer erst das, was eigentlich sich vielleicht mehr an die Politik durchaus adressiert und dann jeweils aber nochmal Themen, die sich sehr stark an die betriebliche und tarifliche Ebene wenden. Zum Thema Erwerbstätigkeit war sich die Kommission einig, es muss darum gehen, Normen zur Verteidigung und Schutz auszubauen. Warum? Wir haben keine Alternative dazu, weil Arbeit ein zentraler Integrationsfaktor ist und weil wir sozialen Zusammenhalt nur deshalb stärken können. Wir haben gesagt, wir brauchen im Grunde durch den Wandel der Arbeit einen neuen Arbeitnehmerbegriff. Und wir müssen im Grunde damit berücksichtigen, dass wir schon heute eine Vielfalt von Arbeitsweisen in der Gesellschaft haben. Nicht alle sind in der sogenannten Normalarbeit. Wir haben viele Beschäftigtengruppen, die nicht in den Genuss dieser rechtlichen Absicherung kommen. Und mit der Plattformarbeit, die über die Digitalisierung möglich wird, wird es noch umso wichtiger, dass wir sagen, wir brauchen einen Arbeitnehmerbegriff, der die Schutzrechte, die bisher galten, auf andere Gruppen ausdehnt. Wir müssen zudem tatsächlich den Betrieb neu denken, weil wir den Betrieb entlang seiner Funktionen fassen müssen. Wenn bestimmte Absicherungen an den bisherigen Betrieb, den wir als Ort gedacht haben, gekoppelt sind, dann ist klar, dass wenn der Betrieb in Wertschöpfungsketten sich organisiert, dann muss der Betriebsbegriff entlang nicht des Ortes oder bezogen auf den Ort, sondern entlang der Funktionen konzipiert sein. Wir haben auch mit der Plattformarbeit mehr zu tun. Und hier stellt sich die Frage, wie werden diejenigen abgesichert, die über Plattformen ihre Arbeit leisten? Gelten für die gar keine Rechte? Und insofern kann man sich hier orientieren an Prinzipien, die wir aus dem Maklergesetz kennen oder zum Beispiel aus der EU-Entsenderichtlinie, dass wir sagen müssten, der Auftraggeber, der zahlt, und wir müssten auch sagen, dass der Rechtsstand des Auftraggebers gilt, weil nur so können wir sicherstellen, dass bestimmte Rechte abgesichert werden. Die Kommission war sich zudem schnell einig, dass wir auch die Tarifbindungen stärken müssen. Nun können wir sagen, das ist ein Thema, was sicherlich für Gewerkschaften ganz naheliegend ist. Für mich war erstaunlich, dass dieser Punkt genau von der Wissenschaft eingebracht wurde, weil die Wissenschaft sagt, die Tarifbindung ist ein Garant dafür, dass wir nachhaltige Arbeitsbedingungen haben. Das belegt der Forschungsstand und insofern war das eher ein Votum, was, sage ich mal, von der anderen Hälfte der Theoriefraktion quasi, wenn Sie so wollen, in der Kommission kam, was sehr interessant war. Und wir waren uns einig, dass man sowas wie Abstiegsbremsen einziehen müsste, aber Sie sehen immer an diesen zwei Strichen dabei, das sind Debattenpunkte. Wir wissen, das ist noch nicht ausgefeilt, sowohl beim Bestellerprinzip als auch bei den Abstiegsbremsen. Es gibt verschiedene Varianten. Sie können gerne nachlesen im Bericht, der öffentlich im Internet zur Verfügung steht, warum wir da gesagt haben, da muss noch über einiges nachgedacht werden. Für die betriebliche Ebene ganz klar haben wir Schlussfolgerungen zu ziehen. Man kann sagen, es gibt so viele Instrumente, die man hier weiterentwickeln könnte. Wenn wir davon ausgehen, dass es zu Rationalisierung kommen könnte, ich sage jetzt könnte, wir wissen es in vielen Bereichen gar nicht, dann haben aber die Sozialpartner bewährte Instrumente, wie zum Beispiel die beschäftigungssichernde Arbeitszeitverkürzung, die man mit Qualifizierung gut kombinieren könnte. Wir haben auch die Transfergesellschaften, die sicherlich so, wie sie jetzt laufen, nicht zukunftsfähig sind, aber kombiniert mit Qualifizierungsmöglichkeiten ein wirkliches Zukunftsmodell werden können. Gehen wir zum Thema Einkommen. Das war jetzt etwas schnell. Ein Einkommen ist ganz zentral. Ich habe es eingangs gesagt, Existenzsicherung brauchen die Menschen. Wir plädieren in der Kommission ganz klar für eine Verabschiedung der Minijobs und der Miniteilzeit. Das sind keine zukunftsfähigen Arbeitsverhältnisse. Das sind keine zukunftsfähigen Arbeitsverhältnisse. Man muss diese Anreize dafür beenden und es sind maßgeblich Frauen, die diese Arbeitsverhältnisse leisten und damit absehbar in Altersarmut geraten. Wir haben deshalb auch diskutiert über die Frage, ob es nicht einen Sockel für die Arbeitszeit bräuchte, dass man sagt, vielleicht mindestens 20 Stunden oder vielleicht ein paar mehr Stunden, aber dass man sagt, wir wollen nicht diese kleinstteilige Arbeitszeit, von der keine Absicherung möglich ist. Wir haben auch gesagt, wir müssen, da waren wir uns sehr einig in der Kommission, Produktivität völlig neu denken. Es kann nicht angehen, dass die sozialen Dienstleistungen, die die Voraussetzungen für auch wertschöpfende Industriearbeit generieren, dass die quasi abgehängt sind in der Lohnentwicklung. Und insofern sagen wir, da muss auch Produktivität und soziale Dienstleistungen müssen neu gedacht und aufgewertet werden.
Kommen wir nochmal zum Thema Digitalisierung. Bei der Digitalisierung ist klar, da stellen sich viele Fragen neu. Wenn ich zum Beispiel Dinge im Netz leiste, eine Arbeit einstelle, vielleicht aber auch nur meine Ideen, meine Kreativität ins Netz einbringe, wer profitiert von diesen Daten? Insofern haben wir gesagt, wir müssen im Grunde sicherstellen, dass das Eigentum an den Daten bewahrt bleibt. Wie ich einen Besitz an einem Haus habe, müsste ich auch ein Eigentum an meinen Daten geltend machen können. Auch das ist ein wichtiger Punkt. Und insofern müssen wir überlegen, da sind wir aber noch sozusagen an den Anfängen in Deutschland, müssen aber schnell zu Lösungen kommen, wie wir das bürgerliche Gesetzbuch und auch die allgemeinen Geschäftsbedingungen da ändern. Da gibt es von Juristen schon Debatten dazu, da ist viel Bewegung im Spiel, das muss unterstützt werden. Und letzten Endes ist auch die Frage zu stellen, wie sieht es aus mit einer Kapitalbeteiligung? Sie sehen, das haben wir kontrovers diskutiert. Sie können im Bericht nachlesen, es gibt für und wider. Wenn man Beschäftigte beteiligt, hat man die Aussicht, dass man langfristige Unternehmensperspektiven unterstützen kann, den Einfluss der Beschäftigten mit erhöhen könnte. Nachteile gibt es bei der Insolvenz und so weiter. Aber da sehen wir eben Bedarf, darüber weiter nachzudenken. Wenn ich jetzt zumal der betrieblichen oder tariflichen Ebene komme, dann resultiert daraus vor allen Dingen zwei, ich habe nur zwei rausgegriffen, eine Debatte, die wir geführt haben, muss nicht dann auch die Lohnanhebung stärker sozusagen sich abkehren von einer rein proportionalen Lohnanhebung, wenn wir über die Aufhebung von sozialen Ungleichheiten und starker Polarisierung nachdenken in Deutschland. Das war ein Debattenpunkt. Und der zweite Denkanstoß, ganz klar, wir müssen über eine geschlechtergerechte Arbeitsplatzbewertung nachdenken. Das steht in Zusammenhang zum Vorschlag, dass wir Produktivität neu denken müssen. Gehen wir weiter zum Thema Arbeits. Ich habe immer eine kleine Verzögerung hier. Zum Thema Arbeitszeit. Das Thema Arbeitszeit ist ein ganz zentrales Thema und hier haben wir verschiedene Denkanstöße vorgeschlagen. Zum einen haben wir gesagt, Arbeit auf Abruf ist kein zukunftsfähiges Modell. Arbeit auf Abruf muss eingedämmt werden. Wir müssen im Grunde zurückkommen, auch zum Teil zur vereinbarten Arbeitszeit, wenn wir uns vorstellen, dass in der Eurozone Deutschland der Überstundenmeister ist. Das ist nicht nachhaltig für die Gesunderhaltung. Wir waren uns nicht ganz einig, aber wir haben gesagt, es muss nachgedacht werden über eine konsequentere Zeiterfassung. Die Digitalisierung macht das möglich. Also insofern, warum nicht diese Chance auch durchaus nutzen? Mobiles Arbeiten ist ein wichtiges Thema für viele zur Vereinbarkeit von Beruf und Familie. Wir haben klare Kriterien formuliert, wie das gut gehen kann. Und wenn wir jetzt mal in die tarifliche Ebene uns gehen oder in die betriebliche Ebene, dann könnten wir uns vorstellen zu sagen, warum denn nicht eigentlich die Arbeitszeitwünsche der Beschäftigten überhaupt erstmal systematisch erfassen, damit klar ist, was sich eigentlich die Beschäftigten vorstellen. Wir haben auch gesagt, man müsste klarere Verfahrensregeln finden, wie wir dazu kommen, dass auch die Bedürfnisse, die Zeitbedürfnisse der Beschäftigten stärker zur Geltung kommen. Und wir haben auch eine Debatte darüber geführt, ob es nicht möglich sein müsste, Flexibilitätsnachteile auszugleichen. Also wenn wir immer davon reden, alle arbeiten flexibel mobil und haben diese Möglichkeiten. Viele haben diese Möglichkeiten nicht. Und was machen wir mit den Beschäftigten? Müssten die nicht auch in irgendeiner Art und Weise eine Kompensation dann dafür auch erhalten? Und der sicherlich provokanteste Vorschlag ist der, dass wir sagen, wir müssen über ein Recht auf eine begründungsfreie Auszeit nachdenken. Weil warum immer nur für Sorgearbeit? Warum nur bezogen auf Qualifizierung? Wir sind mit einem längernden, verlängerten Lebenslauf konfrontiert und insofern ist doch klar, wir müssen darüber nachdenken, wie gelingt eigentlich die Gesunderhaltung, und das gelingt oft nur in bestimmten Branchen, wenn auch mal eine Pause von vielleicht ein paar Monaten möglich ist. Meine Damen und Herren, Qualifizierung ist das Megathema gegenwärtig. Sie merken schon, das ist ja ein Parcours durch alle Themen, die ich Ihnen biete. Aber ich möchte Ihnen auch hier kurz sagen, worum es geht. Wir müssen im Grunde dazu kommen, dass wir Neugier wecken, dass wir Potenziale besser erschließen. Wie kann das gehen? Es sollte nicht dabei bleiben, dass wir in 16 Bundesländern uns Gedanken darüber machen, was nun die Qualifizierungsantwort für die Digitalisierung sein kann. Wir müssen da zu einem Austausch kommen. Deshalb haben wir durchaus diskutiert, müsste es nicht ein Kooperationsgebot statt eines Verbots für die Bildung geben in Deutschland. Applaus.
Wir haben darüber hinaus gesagt, wir bräuchten sowas wie ein Kompetenzmonitoring. Das heißt, wenn sich Arbeit so radikal verändert, müssten wir so eine Art Landkarte haben, wo eigentlich welche Kompetenzen nötig sind. Wir waren uns sehr einig, dass das duale Berufsbildungssystem gestärkt werden müsste und weiterentwickelt werden müsste, weil es einen guten Integrationsfaktor für den sozialen Zusammenhalt auch darstellt. Wir haben ganz einig mit dem Bundesarbeitsministerium gesagt, es muss sowas geben wie eine Bildungsberatung im Lebenslauf. Und wir haben aber im Unterschied dazu gesagt, es muss auch für den späteren Lebenszeitpunkt, später heißt dann aber schon ab 30 plus, ne? Nicht, dass Sie denken, ich meine andere Generation. Wir haben bisher das Prinzip, dass eigentlich Qualifizierung, Ausbildung gefördert wird für die Jungen. Und wir müssen eigentlich sagen, da gibt es auch noch für viele eine Unterstützung für eine spätere Chance, für die, die es am, sage ich mal, im Jugendalter verpasst haben, diesen Weg zu gehen, damit daraus auch Chancen dann werden. Ganz konkret können wir sagen, was ist für die Tarifpartner, Sozialpartner ganz relevant? Wir müssen vor allen Dingen die Arbeitsbedingungen im Bildungssektor verbessern. Die Bildungssektor sozusagen, die Beschäftigten dort, die leisten als Multiplikatoren, weil sie ja die zukünftigen Generationen ausbilden. Die Kernerarbeit, wir reden über Weiterbildung. Was ist mit den Arbeitsbedingungen der Weiterbildner? Das ist ein großes Thema. Und wir müssen überlegen, wie kann man überbetriebliche Kooperationen bei der Weiterbildung fördern? Es gibt in der Ausbildung aus der Baubranche, so haben wir das auch in der Kommission diskutiert, Beispiele, wie man da sozusagen über Abgaben und so weiter da initiiert. Und sowas wäre natürlich auch für den Bereich der Weiterbildung möglich. Ich komme zum letzten Thema. Muss mal fragen, ob ich noch darf. Ja, ich darf noch, okay. Zum Thema Arbeitsorganisation. Sie sehen schon an unserem Motto, Kräfte dosieren, Kreativität entfalten. Es geht uns immer um dieses Wechselspiel. Wir sagen nicht sozusagen, wir wollen jetzt nur immer den beschäftigten Blick haben, sondern wir haben ein ganz klares Votum gehabt, dass wir sagen, nur wenn wir quasi gesunde, motivierte Beschäftigte haben, wird es uns gelingen, die Innovationszyklen, Sprünge und so weiter und die Digitalisierung mitzugehen. Von daher glauben wir auch, dass unsere Vorschläge alle im Interesse der Unternehmen sind. Und wir hatten ja sozusagen die Unternehmensvertreter aus den Aufsichtsräten auch mit in unserer Kommission dabei. Es geht also darum, hier einen Ausgleich zu finden zwischen Leistungsverausgabung und Erholung. Wir haben gesagt, wenn wir Arbeitsorganisationen uns allgemein anschauen, wir brauchen eine Stärkung des Beschäftigtendatenschutzes, Stichwort Kontrolle, die digitalen Medien machen da viel möglich. Wir brauchen Transparenz und Kooperation im Wandel, denn klar ist, die Digitalisierung wird dazu führen, dass die Unternehmen grundlegend ihre Strukturen ändern werden, Strukturen der Arbeitsorganisation werden in Bewegung kommen. Da stellt sich die Frage, wie da eigentlich die Mitsprache und Beteiligung der Beschäftigten gewährleistet ist. Wir machen dazu auch Vorschläge, wie das konkret abzudecken ist. Und wenn wir mal und sozusagen noch vergegenwärtigen, dass oft gesagt wird, naja, wozu braucht man eigentlich so viele Gesetze und vieles könnte man doch auf der betrieblichen Ebene regeln. Dann sagen wir, ja, kann man, aber wir dürfen auch das nicht dem Zufall überlassen. Das heißt, gerade wenn man zum Beispiel an das Thema Leistungsverausgabung denkt, dann sagen wir, dann müssen vielleicht Anreizsysteme entwickelt werden, um zu sagen, okay, dann brauchen wir Anreizsysteme für gute Personalentwicklung, damit auch die Unternehmen und die beschäftigten Unternehmen, wo vielleicht die Vorgesetzten das nicht von sich aus schon auf ihrer Agenda haben, auch sagen, okay, ich habe einen Anreiz, eine nachhaltige Personalentwicklung zu betreiben. Und wir müssen auch diskutieren über sowas wie Messkriterien für gute Führung. Das waren Vorschläge für die betriebliche Ebene. Ganz konkret kann man jetzt sagen, nochmal für die Sozialpartner, Tarifverträge zur Personalbemessung. Warum denn eigentlich nicht? Ist das nicht denn ein Thema? Es gibt dafür Vorbilder, die wir auch im Bericht dann nennen. Und schließlich, wir haben Instrumente, wie zum Beispiel die Gefährdungsbeurteilung. Aber bisher gelingt es nicht, diese Gefährdungsbeurteilung wirksam zu machen. Nur die Hälfte der Unternehmen führt sie durch und davon wiederum die Hälfte nicht vollständig. Das heißt, wir haben eigentlich schon rechtliche Instrumente an der Hand, aber sie müssten eben in der Umsetzung auch besser kontrolliert werden.
Meine Damen und Herren, damit war das jetzt ein Schnelldurchgang durch die Vorschläge, Denkanstöße der Kommission. Unsere Kommission hat sich bemüht, wirklich konkret anzusetzen und konkret zu sagen, nicht was zukünftig gemacht werden kann, in irgendwelchen kommenden Legislaturperioden auch, aber nicht in den übernächsten, sondern hier und jetzt. Die Digitalisierung ist ein beschleunigter Innovationsprozess. Es muss schnell gehandelt werden. Und insofern ist klar, Sie als Akteure, tariflich und betrieblich, Sie haben das mit in der Hand. Aber Sie merken, bei vielen Punkten, die ich aufgelistet habe, sind es immer die Gesetzgeber. Es ist der Gesetzgeber, der auch in der Verantwortung steht. Und ich glaube, hier ist klar, auch wenn man sich in einem Wahlkampf befindet, es ist klar, es muss sozusagen die Verantwortung dafür übernommen werden, dass wir schnell, wir brauchen schnell nachhaltige Rahmenbedingungen dafür, dass wir eine digitalisierte soziale Marktwirtschaft zukunftsfähig aufstellen. Vielen Dank. Nee, Frau Jürgens, Sie haben gesehen, Sie haben hier im Saal viel Zuspruch bekommen für die einzelnen Punkte, die Sie aufgeführt haben und das, was die Expertenkommission erarbeitet hat. Wie sind sonst bisher die Reaktionen auf das, was Sie erarbeitet haben in der Kommission? Also wir haben letzte Woche die Ergebnisse vorgestellt auf einer großen Konferenz. Da war schon mal die Resonanz sehr gut und inzwischen hat die Presse auch gut berichtet. Also ich glaube, die Aufmerksamkeit ist da, weil man sich vielleicht auch freut, dass es konkrete Vorschläge gibt, die wir unterbreitet haben. Ja, wenn wir schauen, Sie haben gerade auch gesagt, wir haben schon das ein oder andere rechtliche Instrumentarium, um zu gestalten. Es wird aber nicht genutzt. Das wird das Problem immer bleiben, oder? Ja, das ist immer ein Problem, aber nun muss man sagen, man kann ja dann überlegen, wie man interveniert. Also es gibt ja Kontrollmöglichkeiten, dass man sich nochmal klar macht, wo funktionieren Instrumente, warum nicht, dass man da nachsetzt. Wir müssen aber auch sagen, dass für den digitalen Wandel wir oft keine Instrumente zur Verfügung haben. Und wir haben auch in der Kommissionsarbeit gemerkt, dass sich viele Fragen ganz neu stellen. Wir waren jetzt kein Gremium nur von Juristinnen und Juristen. Viele rechtliche Fragen stellen sich da. Und deshalb müssen wir gerade, was das Thema Digitalisierung angeht, viele Dinge und Prozesse neu denken und brauchen da zum Teil wirklich neue Instrumente. Wir brauchen neue Denkweisen, auch zum Beispiel von Mitbestimmung und Interessenvertretung, weil das eben über Plattformarbeit und die neuen Formen der Kooperation an den Regeln Lassen Sie uns folgt. Noch zwei Schritte, hier zieht es nämlich wie Hechtsuppe, rüber in die Mitte gehen. Wenn Sie sagen, wir brauchen neue Methoden von Mitbestimmung, die auch was mit der Entwicklung der Arbeit zu tun haben, und Sie sagen auch, es muss schnell gehen, wie sehen Sie das Potenzial dazu? Und vor allen Dingen bei wem? Also das Potenzial sitzt hier im Raum. Also das heißt, das sind die Akteure natürlich, die das in den Betrieben also vehement einfordern und durchsetzen müssen. Aber es ist auch klar, in einem Strukturwandel ist es immer schwieriger. Ja, gerade wenn auch die Betriebe unter, sage ich mal, in schwieriger wirtschaftlicher Lage sich befinden, dass Betriebsräte da sowas durchsetzen können. Da ist der Staat ganz klar in der Verantwortung. Es ist eine Verantwortung dafür da, dass wir quasi in einer sozusagen Wirtschaft leben, die den Menschen nicht vergisst, die den sozialen Zusammenhalt im Blick behält. Deshalb haben wir eine soziale Marktwirtschaft und insofern geht es darum, zumindest erstmal überhaupt Rahmenbedingungen sicherzustellen, indem sich die Interessenvertretung Gehör verschaffen können. Wenn dieser rechtliche Rahmen nicht da ist, weil stellt sich ja die Frage, wenn der Betrieb in Wertschöpfungsketten sich organisiert, alles ist vernetzt, Arbeit findet über Plattformen statt, dann dann braucht es quasi einen rechtlichen Rahmen dafür, dass die Interessenvertretung und Mitbestimmung auch für diese Formate zur Geltung kommen kann. Also auf der einen Seite eine Antwort, die von der Politik kommen muss, aber eine Forderung, die auch verstärkt von den Interessensvertreterinnen und Interessensvertretern kommen muss. Sie muss immer wieder eingefordert und eingeklagt werden. Jetzt ist ja günstig, wir haben Wahlkampf, von daher muss man das jetzt vielleicht gerade jetzt den Parteien noch mal im Wahlkampf abbringen, weil da ist wirklich Handlungsbedarf nötig. Mhm. Ich würde gerne noch mal auf zwei Punkte kommen, die Sie auch angestoßen haben, und zum einen die Arbeitszeiten. Wir haben auch gesehen, auch draußen, als ich geschaut habe, ganz oben stand auch, ich möchte flexibel arbeiten. Das ist ja durchaus auch ein Wunsch, der von Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen kommt. Sie sagen, wir müssen das mal neu denken, also Arbeitszeiten und Flexibilität. In welchem Zusammenhang? Denn auf der einen Seite ist es gewünscht, auf der anderen Seite kann aber zu viel Flexibilität auch eine verdammte Falle werden. Genau, das ist genau diese, wir nennen das in der Soziologie Ambivalenz. Ne? Es ist das eine und gleichzeitig das andere. Es hat was Gutes, aber es hat auch was Negatives. Und dieses Auszutarieren ist genau die Schwierigkeit. Es wird gegenwärtig viel vom sogenannten Flexibilitätskompromiss gesprochen. Das ist auch im Prinzip
Prinzip richtig, dass wir sagen können, es braucht einen Kompromiss zwischen den Regenerations-, also den Gesunderhaltungsbedürfnissen und Vereinbarkeitsbedürfnissen und Wünschen der Menschen und den Interessen nach flexiblem Personaleinsatz auf den Unternehmen. Das wäre ein Kompromiss. Wir können nur feststellen, also seitens der Forschung, dass in den letzten Jahren dieser Kompromiss einseitig von Seiten der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gespeist wurde. Und das ist das zentrale Problem. Das heißt, den Kompromiss ist die Arbeitnehmerseite schon lange gegangen. Und wir haben in den 90er Jahren schon davor gewarnt, dass das enorme Probleme für die Gesunderhaltung und diese Vereinbarkeitsfrage mit sich bringen wird. Heute, 20, 25 Jahre später, haben wir die Problemlagen der Krankenkassen. Wir haben exorbitante Ausgaben für Krankschreibung aufgrund psychischer Erschöpfung. Das heißt, wir haben jetzt die Quintessenz davon, was wir in den 90er Jahren eigentlich schon mit dem Flexibilisierungsthema wussten. Und insofern ist da jetzt wirklich nötig zu sagen, das kann nicht mit der Digitalisierung in eine noch weitere Stufe getrieben werden, sondern wir müssen sowas haben wie ein Recht auf Nichterreichbarkeit, wir müssen Zeiten des Abschaltens haben, der Nichtverfügbarkeit für die Arbeit, und da gibt es sozusagen Handlungsbedarf, und der besteht natürlich auf der betrieblichen Ebene. Da gibt es gute Beispiele für Betriebsvereinbarungen, um da voranzukommen. Es braucht aber gerade auch für die große Gruppe derjenigen, die nicht in tarifgebundenen Betrieben tätig sind, auch Regelungen, damit da nicht tatsächlich ein komplett entgrenztes Arbeiten nur nach Marktrhythmen dominiert. Noch ein Punkt, weil Sie ihn gerade ansprachen, Gesundheit. Wir müssen ja auch schauen, in was für einer gesellschaftlichen Entwicklung wir leben und sitzen und stehen und arbeiten. Also die Belegschaften werden alle älter. Gleichzeitig wird der Anspruch an Arbeit größer. Also alle stehen wir unter einer hohen Leistungsdichte, unter einem hohen Zeitdruck. Das heißt, und das gilt auch für ganz, ganz viele Berufe, also eigentlich fast für alle. Das Tempo, das muss man noch sagen, ist in allen Unternehmen um einiges höher geworden und auch in Berufen, die sehr belastbar sind. Gilt auch für Frauen, die in Teilzeit arbeiten. 58% sind das bei uns. Teilzeit dafür natürlich für Arbeitgeber eine schöne, sag ich mal, eine gute Sache, weil das für sie natürlich Frauen in dem Fall eine gute Manövriermasse auch sind. Aber wie kann man da die Ansprüche zusammenbringen? Also die Ansprüche kann man zusammenbringen, indem man einfach versucht, zum Beispiel diesen Trend zu ganz kurzen Arbeitszeiten, der entspricht auf keinen Fall den Ansprüchen und Wünschen der Beschäftigten, sondern da muss man sagen, da brauchen wir eigentlich eine Aufstockung der Arbeitszeit. Das ist quasi das eine Ende der Problemlage, dass viele Menschen viel zu wenig arbeiten und sich gern mehr Stunden vorstellen könnten. Wir haben aber auch natürlich Teilzeitbeschäftigte, die sagen gerade im Pflegebereich, ich kann da gar nicht mehr arbeiten, weil ich das körperlich nicht schaffe. Da müssen wir direkt in die Frage von Arbeitsgestaltung reingehen und sagen, wie kann es denn sein, dass ich Teilzeit arbeiten muss, weil ich sonst diese Arbeit überhaupt nicht ertragen kann und bewältigen kann? Und auf der anderen Seite. Und auf der anderen Seite haben wir ja viele, die viel zu lange arbeiten und sagen, sie leisten viel mehr, als der Tarifvertrag oder der Arbeitsvertrag vorsieht, und auch mehr, als sie sich eigentlich selbst vorstellen. Wir sind, abgesehen davon, in Deutschland auch im europäischen Vergleich, finde ich, das richtig im Kopf, absoluter Weltmeister, was Überstunden angeht. Genau, ja. Also Überstunden. Wir leisten zu viel Überstunden. Diese Überstunden sind nicht, wie oft ja gesagt wird, das ist alles gewünscht, zum Einkommens, ne, irgendwie Hausfinanzierung, Wohnungsfinanzierung und so weiter. Bei einigen sicherlich ja, aber die Befragungen zeigen eindeutig, es gibt ein Verkürzungspotenzial, es wird nicht genutzt. Und immer unter dem Vorwand demografischer Wandel, Fachkräftemangel. Da muss ich sagen, wurden die Qualifizierungshausaufgaben der vergangenen Jahre nicht gemacht. Man hätte weiter qualifizieren müssen, sodass es auch Umverteilungspotenziale gibt. Und diese Spaltung, dass wir sagen, es gibt die einen, meistern überwiegend die Frauen, die Teilzeit arbeiten, und die Männer, die Überstunden arbeiten, das ist nicht mehr zeitgemäß. Das wird auch in den Geschlechterfragen nicht mehr so weitergehen. Also insofern haben wir Umverteilungspotenziale, und wir kommen auch nicht drum rum, weil tatsächlich die Leistungsfähigkeit nicht über Jahrzehnte auf diesem hohen, verdichteten Leistungsniveau, was gegenwärtig in der Wirtschaft ja gang und gäbe ist, tragbar ist von den Beschäftigten. Mit dem Bericht, Frau Jürgens, der ist jetzt da, er ist veröffentlicht, es wird darüber berichtet. Wie kann er eingesetzt werden, um noch tatsächlich mehr, ich sage einfach mal, Schlagkraft zu entfalten? Ja. Was sind da Ihre Vorstellungen? Ja, also wir haben sicherlich im Bericht, deshalb haben Sie das an der Teilung gemerkt, wir haben so Vorschläge, die richten sich ganz klar an politische Akteure, an den Gesetzgeber und so weiter, damit eher an die Parteien, weil es um juristisch-rechtliche Fragen geht und so weiter. Aber es gibt auch viele Vorschläge und Denkanstöße, von denen wir sagen, da gibt es auf der betrieblichen Ebene Handlungsmöglichkeiten. Das ist uns klar gewesen in der Kommission, das ist ein ganz hartes Ringen, und alle, die hier im Saal sitzen, sind ja genau die, die auch schon sich fragen, wie sollen sie
Sie eigentlich bei allen Problemen, die Sie im Betrieb haben, jetzt auch noch die Digitalisierung bewältigen und die ganzen Fragen, die daran hängen. Das ist klar, aber insofern versuchen wir da auch Beispiele zu nennen. Vielleicht, wir nennen auch an vielen Punkten Best-Practice-Vorbilder, wo man sich daran orientieren kann. Es geht uns darum, vor allen Dingen den Austausch und das Wissen darüber zu verbreiten, was es an Möglichkeiten gibt und wo man vielleicht ansetzen kann. Ganz praktisch zu sehen und zu finden unter Expertenkommissionsbericht Zukunft der Arbeit, nein, Arbeit der Zukunft. Genau, Arbeit der Zukunft, ne? Kommission Arbeit der Zukunft, einfach eingeben oder bei der Böckler Stiftung direkt zum Download abrufbar. Ganz herzlichen Dank Ihnen, Frau Jürgens. Gerne. Merci.